Hallo Leute, heute geht es um den chinesischen Streifenhamster. Der Streifenhamster kommt ursprünglich aus China. Dort findet man ihn vor allem im Nordosten des Landes, man findet ihn aber auch in Wüstenregionen der Mongolei. Natürlich ist diese Hamsterart auch wie alle anderen nachtaktiv, aber dennoch sind die Streifenhamster dafür bekannt, dass sie sehr zutraulich und handsam werden können. Die Tiere sind grau, weiß bis beige mit einem schwarzen Aalstrich auf dem Rücken, können zwischen 9 und 12 cm groß werden und erreichen ein Alter von 2 bis 4 Jahren. Wie bei allen anderen Hamsterarten auch, ist das vorgeschriebene Mindestmaß 1 Meter x 50 x 50. Natürlich gibt es niemals zu groß, also je größer, desto besser. Da der Streifenhamster gerne klettert, sollten einige Klettermöglichkeiten im Gehege zu finden sein. Dabei sollte man beachten, dass das Tierchen niemals mehr als 10 bis 15 cm fallen darf. Natürlich buddelt er auch sehr gerne, genauso wie alle anderen Hamster auch. Deswegen muss man sehr hoch einstreuen, ungefähr 20 bis 30 cm. Dort baut er seine Tunnel und seine Nester. Auch braucht man ein Sandbad, ein Mehrkammernhäuschen, viele andere Versteckmöglichkeiten und ein großes Laufrad ab 27 cm im Durchmesser. Ganz wichtig ist auch noch, dass ihr euer Hamsterhege nicht komplett sauber macht. Ihr könnt natürlich oberhalb den groben Schmutz wegmachen und das Sandbad reinigen. Trotzdem sollte der größte Teil vom Einstreu immer bestehen bleiben, denn der Geruch dient den Tieren als Orientierung. Die Geschlechtsreife der Streifenhamster beginnt so mit ca. 5 Wochen. Die Tragzeit beträgt 20 bis 22 Tage. Es sind jeweils 4 bis 7 Würfe pro Jahr mit ungefähr 2 bis 12 Jungtieren. Die Jungtiere beginnen so bei ca. 15 Tagen an, selbstständig zu fressen. Wichtig ist bei der Aufzucht, dass die Mutter sehr viel Proteine zugefüttert bekommt, weil sonst die Gefahr besteht, dass sie die Jungtiere frisst. Streifenhamster ernähren sich genauso wie alle anderen Zwerghamster auch. Eine gute Mischung aus vielen Sämereien, verschiedenen getrockneten Kräutern und einer tierischen Eiweißquelle. Da müsst ihr aber unbedingt beachten, dass ihr nicht so viel Obst und dementsprechend Zucker mit ins Futter packt, weil die Tiere sehr stark diabetesgefährdet sind. Ihr könnt auch gerne zum Knabbern ein paar Äste reinpacken, gegebenenfalls auch einmal ein paar Nüsse. Typische Erkrankungen gibt es bei den Streifenhamster nicht unbedingt. Man sollte allerdings darauf achten, dass sie nicht in der Zugluft stehen, weil die sonst eine Lungenentzündung zum Beispiel bekommen können. Wie wir auch vorhin erwähnt haben, solltet ihr eben auf die Fallhöhe achten. Wenn die Fallhöhe nämlich zu hoch ist, kann es passieren, dass die Tiere Lähmungen bekommen. Das war's für heute mit unserem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!